Meine Technik sabotiert mich. Ich wollte gerade sagen, ich will schon wieder gar nicht bei der Musik dazwischen quatschen und OBS ist mir voraus und hat das Mikro einfach wieder auf Default gestellt. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend zu Layers of Fear. Wir spielen es weiter und fahren mit der Handlung fort. Das T sieht man fast nicht, aber das macht nichts. Und natürlich Kamera. Ja. Wie sollte es auch anders sein? Wo war ich denn stehen geblieben? Ach ja, beim Fisch. Ist hier Gekicher im Hintergrund? Das habe ich mir gerade nicht eingebildet, oder? Da war Gekicher im Hintergrund. Nichts. Das hatten wir schon gelesen. Ich hasse selbst jetzt beende es. Ja, das hatten wir schon gelesen. Habe ich noch die Lampe? Oh Gott sei Dank, ich habe die Lampe nicht mehr. He tried to pull himself together. Meine Liebe, kannst du mich hören? Oder mein Herz. Er versuchte, sich zusammenzureißen. Ah, ist jetzt Töchterchen dran. Sweet Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. Ist egal. Kleinen Kindern ist das Spielzeug egal, das man ihnen gibt. Und auch die Klamotten, die man denen anzieht. Außerdem kann man ja neutrale Farben kaufen, die nicht rosa oder blau sind. Ach ja, ich suche wieder Gemäldestücke, ne? Darf ich nicht vergessen? Da kommen wir nicht... Plüschteddy oder sowas. Hab ich gerade aus dem Augenwinkel erwischt. Hier kommen wir nicht weit. Hier liegt aber auch nichts zum Mitnehmen. Aber wenn es um Töchterlein geht, dann lässt mich mein Liebchen erstmal in Ruhe. Ist das ein Teddy? Ja, warte mal. Ich habe doch noch die Lampe. Warum das denn? Kacke. Warum habe ich denn doch noch die Lampe? Eheratgeber. Kinder in einer Ehe. Erwarte das Unerwartete. Die Alltagsmagie der Elternschaft. Das neue Buch von Molly Pierce ist ein Muss für Eltern, die ihr erstes Kind erwarten und ein fröhliches, gesundes Umfeld für ihr Baby schaffen wollen. Bestellen Sie jetzt und erhalten Sie einen Gratissatz motivierender Aufzeichnungen. Stark genug, Volume 1 und 2. Ja, genau das braucht man. Einen motivierenden Satz von Aufzeichnungen. Deswegen nehmen wir das mal mit. Nein, da war nichts. Da war gar nichts. Ich habe nichts gesehen. Da war überhaupt nichts. Eine leere Leinwand. Das ist immer sehr gruselig. Und dann lachen die einen immer so an. Oh, eine Rassel. Daddy's here. Ja! Rasseln. Ich fühle mich ein bisschen so, als ob mich fast alle angucken, außer der Elefant. Hier ist nichts zum Mitnehmen, sonst kein Gemäldestück. Okay. Diese Lampe ist sehr merkwürdig hier. Sometimes you must be in the dark to see. Ja. Okay. Da schon mal nicht, glaube ich. Da ist kein Pfeil. Okay, sometimes you must be in the dark to see. Ah, weil ich den Pfeil nur im Dunkeln sehe. Da ist der Pfeil und die Lampe ist im Weg. Okay, da lang. Tür in Fressbrett. Da lang. Oh, und jetzt? Geht das Licht wieder. Okay. Delirius. Also Delirium. Deliriös. Betrunken. Die Tür sieht gut aus, die nehme ich. Aber erstmal steht hier hinter noch was. Ja, hoffnungslos. Okay. Was ist das? Weiß ich nicht, erkenne ich nicht. Das sind Blümchen. Wow. Feuer. Ja, cool. Pferdchen! Nein, Pferdchen verbrenn nicht! Ist es wenigstens rosa? Ich habe es nicht erkannt. War es rosa? Gucken wir mal zu. Ist nicht so heiß hier drin. Das ist meine Strategie gegen die Klimaerwärmung. Einfach Türen zu, von Räumen, die zu warm sind. Da läuft was aus. Das ist hoffentlich nicht das Kind. Kann ich hier was mitnehmen?
Ja, natürlich. Das ist ganz normal. Weitermachen. Kann da was mitnehmen, ne? Die Zeichnung. Ja, die schönste Zeichnung, die mein Kind je gemacht hat, bin ich mir sicher. Ist auch das schönste Kinderzimmer, das es jemals gab. Ey, hast du hier irgendwo was noch versteckt zum Mitnehmen, Kind? Ich will die Tür nicht zumachen, während ich hier mit dir drin bin. Ich mag keine Puppen. Ist gut. Hängt ein Stern von der Decke. Soll mir das was sagen? Wahrscheinlich nicht. Da hängt noch ein Stern von der Decke. Ich glaube, da hängen halt einfach ein paar Sterne. Ja, das war sowieso hässlich. Sehr schön. Ich brauche 5. Da bestimmt schon eins übersehen. Even though you've not been born yet, I can already feel your presence. It's simply amazing. I just can't believe how lucky I am. A year ago, all I had was talent and ambition. Now, against all odds, I have a career, a loving husband, and you. I've never been a deeply religious person. I guess what other people look for in a sermon, I found in perfecting my art. But now, I can't help but feel like there's a higher power watching over me. They once told me that I would never succeed as a musician. Now, I'm playing sold-out concerts at some of the most prestigious venues in the country. They also said I had a difficult character and that I would never find a soulmate. Guess again. Finally, a doctor once told me that I would never be able to have children of my own. And yet, here you are, within me. I am quite possibly the happiest woman in the world. I love you so much. Pfandstöchterlein. Okay. Ist ja gut. Ich habe nur versucht, die Tür zu öffnen. Der Schatten sah gerade komisch aus, als ob da draußen jemand lang geht, aber ich glaube, es ist nur ein Baum. Gehe ich halt hier lang. Oh, guten Tag. Hier war ich doch schon. Der Elefant ist... Nein, der Elefant ist näher gekommen. Was? Ich hasse Kinder. Lass dir das gesagt sein. Aha. Ah. Wie ging das nochmal? Okay, ein Stück Bild. Und was haben wir da? Achso, eine Tür, an die ich nicht rankomme. Okay. As for your question, my sister tells me that Anne Blackwood is an extraordinary childminder. From what I saw, she deserves such praise. Dein Freund und Anwalt. Okay. Hier noch irgendwas? Nö, auch wieder nur eine Tür, zu der ich gar nicht komme. Ich habe schon 2 Stücke vom Gemälde. Huch! Komischer Lichteinfall, ist komisch. Habe ich hier nicht eigentlich eine Ente? Mir kommt die Stelle bekannt vor, aber eigentlich eher mit Ente. Ja, kann nicht. Da ist zu. Ah, guten Tag. Das ist ja schön. Bruder. Weg mit dir. Hallo, weg mit... Ach, war zu weit weg. Was? Workshop until it's finished. Und dann hat er sich da festgekettet? Okay. So, was haben wir da? Ein Schlüssel. Okay. Rattis! Aber warum rennt ihr von dort weg? Ich soll doch dorthin. Das finde
finde ich jetzt uncool. Wow! Get out. Get. Oh nein, nicht schon wieder. Schatz, ich will nicht rennen. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ich würde gern raus, ich sehe nichts. Ja, locked hier. Wow, du bist schnell, Schatz. Du bist verdammt schnell. Sieh deinen Feind und versage. Schatzi, das war aber... gewollt. Wo bin ich? Oh, Sicht. Sicht könntest du wohl. Wo auch immer ich bin, es war anscheinend gewollt. Wo bin ich? Wer weiß. Ich kann hier was öffnen. Wo ich nichts rausnehmen kann. Dieser Globus macht für mich auch keinen Sinn. Ich muss in die eine Richtung gehen, um es in die andere Richtung zu drehen. Naja, gut. Dam, dam, dam. Oh, was? Death is but a lawyer. Nee, Layer, nicht Lawyer. Mein Fehler. Der Tod ist nur eine Schicht. Anwalt wäre doch auch nicht verkehrt, glaube ich. Ich glaube, das ist nicht so gut. Also der Puppe ist es egal, aber wenn das, da die Puppen hier, glaube ich, eher eine Anspielung auf das Kind sind, ist das nicht so gut. Nicht wahr, Herr Hirsch? Wo kann ich hier eventuell etwas mitnehmen? Nirgends. Okay. Oh, ein Spiegel. Wir haben ein normales Bein. Noch. Muss ich das jetzt nochmal machen? Will mir das Spiel das gerade damit sagen? Oh nein. Oh nein. Ja. Gehe ich hier hinter. Wunderschön. Die Tür geht nicht auf. Dann kommt das Püppchen. Das ist einfach um nichts verschwindet. Auch gut. Oh Gott. Also schon mal nicht direkt links die Tür. Na, ich werde wohl noch ein paar Mal sterben. Doch ganz vergessen, dass ich vor Schnucki weglaufen muss mit meiner Laterne. Und meine Laterne mit mir. Nein. Böse Kusch. Okay. Ja. Bin ich nicht schon los? Okay, gut. Ich bin einfach nur falsch gelaufen. Dann ist hier gut. Nein, da war nichts. Da war... da war nichts. Ganz und... gar nicht. Ach so, ich... Ich verstehe. Glaube ich. Ah, die Lampe ist im Weg. Ist sie nicht. Ich kann sie an- oder ausmachen. Könntest du wohl... Die Lampe ist wohl im Weg. Oder muss ich dich hier rüberziehen? Sag mal... Gut, ich verstehe es vielleicht doch nicht so ganz. Ich kann also... Kann ich auf den Tisch bewegen? Okay, die müssen zusammensitzen. Aber, hä? Ich kann den nicht hier rüberziehen. Okay, kann ich doch. Halt! Jetzt steht er richtig. Wow! Was war das denn jetzt?
Spiel. Mach nicht so leer. Tisch. Ja, ein bisschen noch. Ja. So. Close enough, hoffentlich. Ein bisschen noch. So. Und dann du. Ja. Mhm. Nicht zu viel die Lampe nutzen, falls ich sie dringend brauchen sollte. Schnucki ist immer noch hier. Ich dachte, vor ihr hätte ich jetzt Ruhe. Sie sprechen hinter unserem Rücken. Wieder? Kann ich es runterbringen? Kann ich nicht. Aber da sind Blumen drüber gemalt gewesen. Interessant. Sieht man aber nur im Licht. Aber auch nur dort. Okay. Weiter geht's. Oh, Blumen mit Gesichtern. Toll. Was hast du denn da, lieber Elefant? I had to move most of the dolls out of her room. It was getting ridiculous. You can't just throw gifts at her whenever you feel guilty for... whatever it is you feel guilty for. She needs a father, not another useless distraction. Sicher? Hallo, Püppchen. Hier ist nichts, okay. Hallo, Püppi. Was machst du denn da? Achso, okay, jetzt machst du es nicht mehr. Na dann. Spring mich bitte nicht an. Wer liegt da begraben? Ist das Mami? Hey! Oh, Feuer. Mami, Tochter, Papi und was auch immer das da ist. Hier ist nichts, kein Gemäldestück, nichts, ne? Oh. Ein schwarzer Mann. Ein gebrochenes Herz. Okay, muss ich gleich wieder vor irgendwas wegrennen im langen Flur? Who are you even playing with? Kinder haben Fantasie, die spielen mit imaginären Freunden. Ah, das Dame-Spiel. You see, Bertie, if you move it here and here, bam. Ich meine, damals musste ich eigentlich Steinchen sammeln, aber gut. Ja, dahin. Dann kriegt sie meinen Stein nicht. Haha! Haha! Ich bin so clever. The man becomes king. It's just a matter of finding a good combination. What do you stand to win? My little bird loved this game. Sicher? Okay, ich muss also keine Damensteinchen mehr sammeln? Das ist irgendwie schade. Dafür muss ich gleich wieder vor Schnucki weglaufen. Ich sehe es doch schon. Von da bin ich gekommen, ne? Oh, ein brennendes Haus. I need some peace and quiet to work. Is that too much to ask?
This house is not a playground. Was ist so groß wie ein Spielplatz? Papa, du verstehst das nicht. Your child is barely 2 years old. It's absolutely normal that she doesn't talk yet. It's not the nanny's fault, and no, stimulating your daughter's mind by reading her Nietzsche is not a good idea. For God's sake. Wie, ist das etwa keine kindgerechte Lektüre? Wirklich nicht? Puppi, kannst du mal damit aufhören? Boah, du Ekelpuppe. Hör auf damit. Ich hätte was anderes spielen sollen. Macht mich jetzt schon fertig. Ja, ich soll da lang, ich weiß. Sei doch nicht so ungeduldig. Es ist derselbe Raum, er wird nur unordentlicher. Gib das her. You like it, my little bird? Okay, we'll buy it. It will look great on the fireplace, don't you think, honey? Oh, es schneit. Na, so. Wie lange spiele ich jetzt schon? Reicht das schon? Nicht mal eine halbe Stunde. Boah, kann doch keiner wissen, dass hier so viele Puppen kommen. Ich verzichte. Ach, du sitzt immer noch da. Ich hab dich im Auge. Oh, und du hast was im Herzen.